Was geht, YouTube Hausen, und willkommen bei eurem Alpha Chief. Ja, auch ich melde mich endlich wieder zurück, was Thema Halo betrifft. Ja, ich weiß, ein langes bisschen her, dass ich zu Halo irgendwas noch gesagt habe. Hab mich in letzter Zeit nur speziell auf Stream gestürzt und lade aktuell ein paar Highlights von den Streams hoch. Also falls denjenigen da draußen, irgendeinen da draußen das interessiert, kann sich das natürlich gerne anschauen. Da gibt es nicht nur jetzt Halo-Content, aber allgemein, ich streame auch und da passieren auch die ein oder andere nette Dinge. Daher, falls ihr Bock habt, gerne vorbeischauen. Und außerdem bin ich noch dabei, einen Discord-Server zu erstellen, beziehungsweise soweit fertig zu machen, dass man da joinen kann und zum Thema Halo irgendwas posten möchte, sagen möchte. Wo wir gerade bei Halo-Thema sind, ist eine Menge passiert. Nach dem Trailer zu Halo Infinite gab es ja Tag danach oder Tage danach halt diesen ominösen Stress im Internet, dass viele gemeckert haben, Alter, wenn Halo Infinite so aussieht und das für eine neue Konsole, die damit wirbt, dass sie leistungsstark ist, dann ist das bescheiden. Memes und sonstiges querten durch das Internet mit den Brute-Gesichtern und auch so einige Parodien zu Halo Infinite, nämlich eine Halo Infinite N64-Version, die gar nicht mal jetzt so schlecht war. Doch 343 haut jetzt nochmal schön einen raus. Nicht nur das mit dem Trailer, der ein alter Trailer war, weil man durch die Zeiten des Virus schlecht vorbereiten konnte. Das heißt, die haben uns zu diesem Trailer also eine alte Version gezeigt. Keine standaktuellen jetzt. Und das würde natürlich ganz anders aussehen. Dann haben die noch danach gesagt, ja, mehr oder weniger ist das schon doch final, was wir da gesehen haben. Dann dachte ich mir, okay. Und die Grafik, die wird jetzt auch nicht so weiter hochgeschraubt sein. Und jetzt wiederum sagen sie, ja, das Spiel kommt nächstes Jahr. Ich habe es ja auch mitgekriegt. Ich weiß, diese News ist nicht alt, aber dennoch möchte ich das hier nochmal bequatschen. 343 sagt im Ernst, also im wahrsten Sinne des Wortes, das Spiel kommt nächstes Jahr. Microsoft hingegen sagt aber, unsere Konsole, die Xbox Series X, wird wie geplant dieses Jahr kommen. Festen Termin immer noch nicht, also November wird wohl bleiben, aber ich weiß es jetzt nicht, ob das doch rausgekommen ist. Also ich würde sagen, es wird bestimmt zwischen 15. und 20. Dezember, vor allem ist klar, November rauskommen. Gefühltechnisch bleibe ich bei dem 17. Weil Assassin's Creed da auch rauskommt und ich denke mal, die hauen beides raus. Warum erwähne ich das aber noch? Für diejenigen, die jetzt von der Materie keine Ahnung haben, das mit der Xbox, wenn ich gerade eigentlich über Halo Infinite reden möchte. Ganz einfach, weil die ganzen Jahre davor hieß es hier, ja, wenn Halo Infinite rauskommt, ja, wird die Xbox Series X am selben Tag rauskommen. Das wird nämlich direkt als Bundle, direkt, ja, das Game kommt, wie gesagt, unabhängig jetzt von der Konsole jetzt raus und das war echt eine Nummer, die ich zum Schießen fand. Wenn man aber sich was anderes anguckt, ist es schon jetzt lustig, nämlich Amazon hat jetzt auch die Xbox Series X frei zum Kaufen verfügbar gemacht. Also wir können es noch nicht kaufen, aber es ist schon gelistet und da finde ich immer diese eine Sache da so lustig. Aber wenn wir uns jetzt die Konsole genau angucken, ist es hier zu sehen, also das heißt, wir können es hier holen, hier kann man sich das anschauen, ist alles wunderbar, alles toll, die ganzen Daten, wie die Konsole aufgebaut ist, alles schön. Aber Folgendes ist immer noch drin, wenn wir da drauf klicken, können wir hier nochmal sehen, man bekommt dann eine Mail dazu, dass man das halt bestellen kann, ne? Ist ja alles schön und gut. Wenn wir aber weiter jetzt runter scrollen, dann das ist das Schöne, nämlich hier. Hier werden beides noch zusammen gelistet, also wie es damals versprochen worden ist, wenn wir uns die Series X bestellen, kaufen, kriegen wir Halo Infinite on top drauf und wie gesagt, das hat sich erledigt und es wird nächstes Jahr rauskommen. Ja, ist das eigentlich ein gutes Zeichen oder eher ein schlechtes Zeichen, dass sie das jetzt so verschoben haben? Und was ist der Grund? Ja, nach wie vor bleiben die dabei, dass der Virus dieses Jahr so einiges kaputt gemacht hat. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass das von denen einfach eine plumpe Ausrede ist, weil jeder, der
vielleicht in gewisser Art und Weise in irgendeiner Form eine Nachricht bekommen hat, dass wir ein Virus aktuell haben, der uns ein bisschen in den Hintern tritt. Das hat man gespürt und das spüren natürlich auch die größeren Firmen, denn man muss bedenken, wenn der Virus noch weiter heftig tobt, werden diese Konsolen nicht so frei verkäuflich sein, wie sie es sonst gewesen wären. Und damit meine ich, sicherlich werden eine begrenzte Stückzahl erstmal produziert. Jetzt einfach mal plump Zahlen zu nennen, vielleicht hätten sie in der ersten Phase einfach mal, ich sag mal, 1 Million produziert, ja, bei vollem Betrieb. Ich weiß, vielleicht ist 1 Million weltweit gesehen natürlich nichts, aber 1 Million jetzt mal produziert und jetzt würden die sagen, Alter, wir kriegen nur noch 500.000 hin. Wer, sobald das Ding gelauncht wird, eine ergattern kann, hat Glück. Ich befürchte, und ich hoffe, ich irre mich da, dass die ersten, sagen wir mal, 500 Stück verkauft werden und es Monate dauert, bis die nächsten Ladungen fertig sind. Ich kann mich natürlich auch irren, aber ich hoffe, dass ich mich auch irre, dass der Produktion weitergeht. Aber ich bin mal ganz ehrlich, das ist so für mich jetzt gerade logisches Denken, wenn wir hier viel auf Kurzarbeit gehen, kann ich euch sagen, auch andere Länder haben Kurzarbeit. Und was das für das Spiel angeht, ich persönlich denke, dass der Schall von uns als Community ziemlich laut genug war, dass es dann heißt, ja gut, dann müssen wir doch weiter rumschrauben. Wenn das so ist, bin ich froh, dass sie das einsehen und das machen, dass sie wirklich unsere Kritik auch annehmen und sich denken, für die Fans müssen wir was tun, so dass das Spiel, wenn das fertig ist, wirklich auch Community, wirklich leidenschaftlich Community-Zocker dieser Reihe auch gerechtfertigt wird und für den PC. Daher ist das so ein Ding, was ich unbedingt hier mal erwähnen wollte und müsste, gerade weil hier Halo ganz groß geschrieben wird und es muss was passieren, es muss geändert werden. Ich meine, ich finde die Nummer auch schön, dass sie zu den Wurzeln zurück wollten, ja, dass sie die Eliten und sonstiges in Richtung Halo 3 aussehen lassen. Es ist so ein Mix für mich wie Halo 1 und Halo 3. Das wollen die auf Biegen und Brechen machen. Das geht nicht. Du kannst nicht das wiederbekommen, was du damals hattest. Das müssen wir uns mal langsam ein bisschen mal hier jetzt mal abgewöhnen, ja. Das kannst du nicht machen, siehe WoW Classic, das ist ja auch total nach hinten losgegangen. Weil die Fans nach sowas geschrien haben, jetzt haben die 1:1 das bekommen und dann Hustepiepe, ne. Ich bleib natürlich mit meinen Augen und Ohren offen und beobachte mal die ganze Nummer, wie Halo Infinite letzten Endes für nächstes Jahr wird. Wenn es nach mir gehen wird, bitte verschiebt das Ding dann nochmal um ein Jahr. Also dann lasst das Ding doch bitte dann erst im Sommer rauskommen. Nicht bitte im Winter, wo ich mir dann vielleicht nochmal ein 15 GB One-Day-Patch hoch runterladen muss, damit das scheiß Ding funktioniert. Die Nummer hat mal 2013, 14 sehr oft. Lasst das bitte sein. Ich will ein vollwertiges Spiel und die Spiele werden ja eh teuer. Daher bitte macht es ordentlich. Und die Leute, die Community-Leute, die auserwählt worden sind, daran mitzuwirken, wie es ja immer in Gerüchten hieß, kann ich nur eins auf den Weg geben. Löscht euch. Wenn ihr wirklich mit was zu tragen hattet zu diesem Game, dass das jetzt so geworden ist, dann löscht euch bitte. Genau das ist von der Grafik, von dieser Optik, was wir wirklich als Community immer wollten. Das könnt ihr mir nie erzählen. So, das war's von mir. Ein bisschen Talk über Halo Infinite mit der ganzen Verschiebung. Und ich hoffe mal, dass es nächstes Jahr besser aussieht. Das war's von mir. Besucht mich auf Discord, wenn ihr Bock habt. Twitter, Twitch, alles pipapo. Gebt dem Video doch ein Däumchen, weil ich denke mal, Halo kann das gut gebrauchen, dass die Community darauf ein bisschen hört, was hier so abgeht und hast du nicht gesehen, daher, das wäre nett. So, ich bin jetzt weg, also haut rein!